Und damit willkommen zurück bei They Are Billions. Sie sind noch immer so ein paar mehr, so ein ganz kleines bisschen mehr. Im Moment sind es so ziemlich gar keine, aber es kommen noch weitere hinzu. Bisschen die Frage ist, wie mache ich jetzt gerade mal weiter? Ich werde auf jeden Fall noch meine Produktion hier ausbauen, weil ich brauche mehr Produktion. Weil ich will nicht untergehen. Es ist Tag 89, ist schon ganz okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wie groß und schwer die Masten da noch sein werden. Was hier oben halt super war, was wirklich gegen das gemeine und kleine Fußvolk geholfen hat, war dieser fantastische Schockturm. Auch ganz cool waren hier unten die Vollstrecker. Eine Mischung aus beiden wäre halt ganz fantastisch, glaube ich. Dass man hier so einen Schockturm hat und irgendwie ein, zwei Vollstrecker dann daneben. Und das gleiche hier dann auch, dass die Vollstrecker gegen die starken Leute geht. Und dass der Schockturm dann gegen den ganzen kleinen Kram macht, ne? Wäre vielleicht eine sinnvolle Kombination. So ein paar Sniper zwischendurch wären auch nochmal ganz schön. Ich muss gucken, dass auf den Wänden tatsächlich in erster Linie Sniper stehen, habe ich den Eindruck, dass es einen Ticken mehr bringt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, es wird sich zeigen, so eine Mischung aus allem, glaube ich. Und große Ballisten, ja, kann man auch noch reinschmeißen zwischendurch, ne? Würde ich mal sagen. Könnte man auch noch zwischendurch da drin verfrachten, wobei die von Preis-Leistung her sind sie wahrscheinlich schon okay. Brauchen in dem Sinne nur zwei Arbeiter, deswegen, es passt schon mal. Okay, es sind auf dem Weg. Strom ist auf dem Weg, weil ich nicht genug Strom habe. Ich werde noch mal ein bisschen planen hier hoffentlich. Eisen könnte ich tatsächlich noch mehr haben. Hier oben habe ich das mir wunderbar zugebaut. Da oben wäre das sehr, sehr schön. Das heißt, ich schmeiß meinen Trupp an Leuten hier nochmal oben hin. Ich hoffe, dass ich den diesmal ein bisschen hier oben beschützen kann. Ansonsten, da sind drei dicke Mauern. Hier muss auch nochmal das, muss noch dicker gemacht werden hier. Auch hier die Mauer, das ist zwar schon zweifach, aber es muss auch gerne noch dreifach komplett zu sein. Also hier, es ist einfach, aber es muss noch zweifach sein. Auch hier, ne, das sollte alles noch schön abgedichtet sein. Das ist noch nicht überzeugend. Das ist Stein, ne, warte mal. Steine brauche ich natürlich auch noch. Machen wir noch einen Steinbruch. Neben Stein, wer hat's gedacht? Das ist sehr überraschend, ich weiß. Wobei, ach komm, machen wir das. Machen wir da so einen flotten Steinbruch draus. Hier, das ist ein großer Steinbruch. Durchaus auch eine sehr nette Geschichte. Kostet halt deutlich mehr an Geld. Und deutlich mehr an Strom. Von daher muss ich da tatsächlich, weiß ich nicht, also da lohnen sich die großen Dinger schon, aber man muss mit den ganzen erhöhten Kosten halt rechnen. Das ist ein bisschen das Problem. Was haben wir hier noch? Große Farm. Wäre schön, ja. Stacheldrahtfalle wäre auch schön. Thanatos. Thanatos hat eine mächtige Raketenwerfer mit großer Reichweite. Er kann Dutzende von Infizierten nur mit einem Schuss vernichten. Sollten die Gegner zu nahe sein, wechseln er in den Nahkampf. Okay. Ingenieurzentrum brauche ich da. Titan. Das wäre natürlich auch alles sehr nettes Zeug, ne? Ingenieurzentrum. Habe ich nicht gebaut, oder was ist da los? Wo war ich das denn? Ölplattform? Nein. Wo baue ich das denn? Ingenieurzentrum. Da. Achso, klar. Okay. Arbeiter 20. Das sollte ich mal machen, dass ich entsprechende Einheiten basteln kann. Das heißt, was brauche ich denn dafür? Warte mal. Halt mal. Bin ich doof? Ja, bin ich. 20 Arbeiter habe ich nicht. Energie 50 ist auf dem Weg. Stein 40 ist auch auf dem Weg. So ein paar Dinge halt. Ich brauche nochmal hier mehr Eisen. Kurze Zusammenfassung von allem. Ich brauche mehr Eisen. Ja, lieblicher Tod, ja. Kaserne. Ich würde gerne hier das nochmal zumachen. Da ist hier nichts Spezielles, ne. Kann ich auch nochmal Eisen holen? So. Mauer noch ran. Darf auch gerne mal so ein Türmchen noch. Ähnlich bitte gerne auch hier vorne. Das muss hier oben zu sein. Das ist das Sinnvollste. Ja, dieses kleine Stück einfach nur zuzumachen. Wäre vielleicht der sinnvollste Teil des Ganzen. Habe ich mich ja einigermaßen nach oben ausgebreitet, ne? Hier unten auf der anderen Seite müsste man vielleicht noch einen Ticken mehr reißen.
Und gefühlt will ich auch die ganze Zeit wieder irgendwelche, weiteren Soldaten und sowas bauen, ne? Das wäre vielleicht ganz sinnvoll und schön. Aber dann komme ich wiederum mit dem Geld nicht so ganz hin. Wenn es denn um, ja. Wenn es denn da, das sind echt nur zwei Stellen hier, ne? Ist toll. Es wird mit dem Geld halt knapp. So. Passt. Total schön. Da kann ich dann auch sogar auch noch anderen Krams hier reinmachen. Da kann meinetwegen auch ein Turm rein, ja. Ob der dann noch zugänglich sein wird, das weiß ich nicht. Dieser eine, der darf da gerne rein. So. Das passt. Wunderbar. Das wird total reichen mit dem einen da oben. Okay. Ich will gefühlt hier unten noch die ganze Zeit aufräumen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, beziehungsweise ob das überhaupt machbar ist. Ich weiß nicht mehr warum. Warum ich da den Drang zu habe. Wahrscheinlich, weil hier auch noch Ressourcen sind, die man sich schönerweise holen könnte. Es sind viele. Da sind tatsächlich sehr viele Ressourcen. Hier unten zu allen Seiten wäre natürlich noch schön, was zu machen. Tja. Es wäre alles schön. Warte mal. Wie kriege ich das denn hier, dass ich wirklich ausbauen kann hier? Also ich muss zu allen Seiten nochmal irgendwie eine Menge Strom schmeißen oder was? Große Mühle. Ja. Ich glaube hier... Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte. Ansonsten so richtig schönere Positionen gibt es eigentlich nicht, ne? Das ist hier, das wäre sehr, sehr knapp, das da dran zu haben. Ich wäre fast eher dafür, dass ich in der Gegend hier bleibe. Aber entsprechend, zwei Doppelmauern hier habe. Und dann kann man hier später auch noch weitere Doppelmauern machen. Aber dass ich hier entsprechend noch, weil die Türme auch gerade hier mal hier rumstehen, dass ich mich hier so ein bisschen noch ein bisschen verfeinere, sag ich mal. Und nicht wesentlich nach außen gehe hier an der Stelle. Dass man das meinetwegen an den anderen Stellen auch machen kann. Dadurch habe ich zwar nicht mehr Ressourcen, aber... Eigentlich möchte ich genau das haben. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich möchte ungern diese Runde gewinnen. Das ist das Einzige, das ist das Eigentliche, warum ich jetzt hier ein bisschen am Zögern bin, ne? Falls man das vielleicht merkt. Deswegen bin ich da mal ein bisschen skeptisch gerade mal. Das ist eine große, das sind zwei kleine. Ich kann eine große draus machen hier. Ich kann aber auch tatsächlich jetzt mal gucken. 20 Arbeiter. Stein 40. Eisen 40. Wo ist mein Eisen? Wo baue ich Eisen ab? Wo baue ich Eisen ab? Da, wo baue ich den Eisen ab? Hallo? Ich baue noch weiteren Eisen ab. So, ist mir egal. Machen wir einen großen Steinbruch. 5 an Eisen. 6 an Eisen. Machen wir das. Bisschen verschwenderisch. Abbringen. Ja, für den großen Steinbruch brauche ich auch noch Eisen. Warte mal, das kriege ich auch hin. Ich muss mal gefühlt mehr handeln. Eisen kaufen. So. Da haut hier 4 raus. Jetzt habe ich nicht genug Gold. Wow. Schön. Läuft wunderbar. Ich sehe schon kommen, dass bald hier wieder die nächsten Leute auf der Matte stehen und sich denken, ach guck mal. Bei dem ist die Tür offen, da gehe ich jetzt mal rein. So, machen wir da einen großen Dingens raus. Und ich muss gefühlt Häuser aufwerten. Einfach weil es geht. Kann ich auch aufwerten? Passt. Hier ist halt so viel Stein, da ist so viel Stein. Ja, ist ja gut. Ich brauche halt mehr Gold, ne? Aber nein, das wäre auch nochmal schön hier. Wenn man das mitnehmen könnte. Ich kann das ja trotzdem hinbauen, ne? Es muss ja nicht ewig und 3 Tage hier komplett gesichert sein. Da auch, das ist doch ideal hier. Halt, stopp. 40. Schadet nicht, so. Schadet tatsächlich nicht. Und wenn doch, dann wäre mir das zumindest neu. Das wäre zumindest eine interessante Erkenntnis, dass sowas schaden könnte.
Den geht's gut da hinten, ne? Die machen das. Ja, zu der Seite haben sie quasi auch alles erkundet hier und gemacht eigentlich. Wenn wir mal so ehrlich sind. Und ich sollte... immer noch hier gucken. Arbeit habe ich noch immer nicht genug. Baue ich noch billige Häuser? Hey. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Billige Häuser. Ich hau die mal ein bisschen in den Weg hier. Da will ich eigentlich überhaupt nicht hinbasteln. Ich will die eigentlich echt nicht an die äußerste hier Kante schmeißen. Damit das Zeug halt nicht so anfällig ist. Oder wie mache ich das denn doch? Das muss tausendmal besser beschützt werden hier. Da muss noch irgendwie was hin. Da muss noch irgendwie was hin. Ich brauche schon eine gewisse Breite an Mauer, sag ich mal, damit ich genügend schnell genügend viele Leute zerstören kann. Wobei eigentlich überhaupt nicht. Es dauert dann einfach nur länger, bis die abgeerntet sind, wenn die in einem schmaleren Weg stehen. Es dauert einfach nur länger. Und dann muss ich weniger Gebäude haben, damit das platt gemacht wird. Von daher, weiß ich noch nicht so gerne. Die große Mühle, natürlich noch eine weitere. Haben wir sonst nichts zu tun. Und ich habe, ich sollte sehr, sehr viel mehr Geld verdienen hier. Es wäre äußerst schön, wenn ich deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten hätte hier. Hey! Ja, attention. Bye-bye. Ich hätte gerne eine Farm, eine große Farm. Energie ist auf dem Weg. Große Farm geht nicht, ne? Große Farm hab ich noch gar nicht gemacht. Ich baue 10 Öl ab anscheinend. Das sind erstaunlich viel dafür, dass ich das, glaube ich, nur an einer Stelle tue. Große Mühle ist fertig. Okay. Kraftwerk, na. So eine Farm mit 58. Machen wir das. Habe ich tatsächlich den Platz hier mal genutzt? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ja. Da machen wir was. So. Ja, ist ruhig, ne? Außenrum. Ist sehr, sehr ruhig. Ich möchte gerne mal Folgendes machen. Ich möchte gerne noch ein Lager bauen, vielleicht. Marktplatz. Kauft und verkauft. Ja, reduziert Nahrungsverbrauch von angrenzenden Unterkünften. Kann man die bitte beide auswählen, dass man mal sieht, wo alles Versorgung ist? Nein, anscheinend nicht. Ich hätte gerne... Nein. Was hätte ich denn gerne? Lagerhalle, genau. Hätte ich gerne 40 Holz. Ich will mir jetzt kein Holz kaufen, aber ich hätte gerne, dass ich entsprechend mehr lagern kann dann. Damit ich, wenn es denn schlimm wird, wenn es denn ernst wird, damit ich dann schnell mehrere, eine ganze Reihe an Türmen bauen kann. Das ist, erhöht auch die Produktivität, ne? Yeah. Wo habe ich denn bisher eine? Lagerhalle, da ist eine. Ja, wenn ich das hier oben noch mache. Das ist natürlich auch Deluxe. Wenn ich das dann... Oh, wenn ich dann hier den ganzen Kram drin habe. Warte mal, halt mal. Lager... Ist es Lagerhalle? Nein. Habe ich da zwei Farmen drin? Und leider nicht den Goldbereich da oben. Farmen und Holz und sowas. Na. Schade, dass die so weit auseinander sind. Aber ich glaube, hier ist gar nicht mal so schlecht, wenn es denn geht. Natürlich geht's nicht. Das oben kriege ich eh nicht, deswegen hier wäre eigentlich tatsächlich gut. Mach mal das so. Nicht. Hätte ja klappen können. Das wäre schön gewesen. Okay, ich hoffe, das ist nicht die schlechteste Idee gewesen. Ich brauche mehr Nahrung. Achso, die Farm ist gerade mal fertig. Haha, praktisch. Ich baue, glaube ich, einige Häuser aus gerade, oder? Nee. Nahrung, ich brauche immer noch mehr Nahrung. Ich will sehr in die Zukunft investieren, wenn ich denn welche haben möchte, sollte ich daran investieren. Und ich sollte vielleicht...
Habe ich alle Türme mittlerweile aufgewertet zu richtigen Türmen? Ich habe immer noch 14 billige Türme, Mist. Das ist uncool, das ist äußerst uncool. Steinproduktion ist mittlerweile bei plus 14, das ist nicht so wahnsinnig viel. Das sollte einen kleinen Ticken mehr werden. Gold, ich brauche nur Gold. Warte, verkaufen an Öl, so. Aufwerten, hey. Was braucht der andere hier noch? Ah, das ist schon groß, okay. Brauche ich noch irgendwo Gold ab? Nee, ne? Das ist ein Steinbruch. Doch, hier brauche ich noch Gold ab. Das sollte ich mal unbedingt aufwerten hier. Energie 11. Mist. Hehe, Energie. Immer diese Energie. 800 Gold. Einmal kurz einen Moment warten, weil ich 825 plus habe an Gold. Kann ich noch eine große Mine bauen. So, immer dieses Hin und Her. Plump. Ne, dann macht man das eine stärker, plötzlich braucht man dann wieder von dem anderen mehr, weil das, weil die neue Produktion wieder das alte verbraucht. Also es ist ständiges Aufrüsten an allen Ecken und Enden. Und so ein absolutes perfektes Gleichgewicht gibt es anscheinend nicht so wirklich. Ich brauche gefühlt mehr Leute hier unten. Nicht nur gefühlt. Yay! Ah, dass sie Veteran werden, ist schon mal sehr, sehr schön. George! Eigentlich sagen sie, glaube ich, Charge. Hoffe ich. Wenn es wirklich George sagen würde, das wäre sehr interessant und ein bisschen seltsam. Wie schnell das geht. Okay. Okay, ich habe ein Lager hier oben. Ich habe jetzt plus 20 an Steinproduktion. Oho. Das ist nochmal ganz fantastisch. Das ist tatsächlich gerade mal ganz fantastisch. Und das hier darf aufgewertet werden. Dafür wird das Gold gerade mal weniger, ne? Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich bekomme eigentlich einen ganzen Batzen ran. Ich brauche nur die Struktur und die Armee. Das sind zusammen 1800, was da rausgeht. Das heißt, eigentlich verdiene ich irgendwie 2000 irgendwas. So, passt es jetzt? Ja. Null! Exakt null! Okay. Auch gut. Das gibt es auch eher seltener. Da haben wir auch noch ein zweites hier oben schön, dass wir auch da hier noch mal ein bisschen mehr Geld reinkommt, aber. Nee, nee. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Bammel, dass die nächste Welle wirklich furchtbar wird. Ich investiere mir hier einen zurecht in alle Richtungen. Ich kann das 150 lagern, ne? Genau. Aber die Verteidigung, die ist gerade mal auf ein bisschen schwachem Ast hier, was ich hier tue. Die ist halt noch zu schwach. Ist das mal fertig hier? Warte mal. Ja, ist fertig. 807 habe ich jetzt hier. An Plus, an Gold. Ich müsste mich jetzt quasi zu allen Seiten hin ausbreiten. Es ist schade, dass das... Oder es ist ein bisschen blöd, dass das mit dem... Dass man überall Strom braucht, um was hinzubauen. Dass der Strom halt relativ langsam ist, aufzubauen. Ich kann mal gucken, ob ich hier noch tatsächlich den Strom ein bisschen ausweiten kann. Ma. Nicht ohne ernsthaft irgendwie Schwierigkeiten zu kriegen. Ich mach trotzdem mal hier was hin. Meinetwegen sogar dahin. Dass ich ein bisschen nach vorne bauen kann. Wenn es denn drauf ankommt. Auch hier meinetwegen. Dass ich hier nochmal ein bisschen mehr dicht machen kann. Das passt. Hier passt auch. Das passt auch. Ja, ich lasse dich einfach gar nicht mehr durchkommen. Das machen wir schon. Das hier muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Ist sinnvoll, ja. Auch das hier. Was ist das denn? Wer macht denn sowas? Das ist ganz wunderbärchen. Fast. Habe ich jetzt keine Ressourcen. Ich habe kein Gold. Mist. Ich hau so viel Gold für seltsames Zeug raus. Ist
Ich sehe schon kommen. In ein, zwei Tagen ist hier vorbei. Oder genau jetzt. Oder genau jetzt. Die Maps sind jetzt auch nicht so ewig riesig groß, aber es ist groß genug, um quasi hier genug Stress zu haben. Okay, von Westen. Von Westen. Finde ich das gut? Antwort, nö. Aber wo kann das von Westen kommen? Hier oben kann das kommen. Wo ist es denn wahrscheinlicher? Ist es hier wahrscheinlicher? Ich frage mich gerade ein bisschen, wo die zuletzt von Westen ankamen. Die werden sehr wahrscheinlich hier rauskommen. Es ist zumindest exakt der Westen. Das heißt, offensichtlichster Weg wäre eigentlich nach unten. Ja. Pff, ich hoffe, die gehen nach unten. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob die großen Türme hier, ob die hier rüberschießen. Da kann ich noch mehr zumachen. Ich brauche Gold. Ist halt die Frage, was ich jetzt ganz genau tue hier. Ich meine, das ist immer die Frage, ne? Aber... So. Ich kann zumindest mal so ein paar Leute hier rüber schicken. Auf jeden Fall. Hier unten ist erstmal gut genug geschützt. Das passt. Ich weiß nicht, ob die hier rüber schwappen, hier runter schwappen dann. Das weiß ich nicht. Der Verein kann auch hier runter. Gefühlt bringen die Leute ab einer gewissen Stufe in die, oder ab einer gewissen Mauerdicke nicht mehr allzu viel, weil die quasi dann gar nicht mal die Reichweite haben, um da überhaupt hinzukommen.